Muss man hier noch mal warten, bis es trocken ist. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unsere Demokratie braucht Medien, die unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen informieren und hinter die Kulissen von Politik und Wirtschaft schauen. Und diese Informationsvermittlung kostet Geld. Die Ausführungen eines meiner Vorredners, Ihre Auslassungen, die Herren von der AfD, haben schon in der Wortwahl nur noch einmal wieder deutlich gemacht, dass Ihre Gefahr genau die gleiche Gefahr ist, gegen die sich damals der Öffentlich-Rechtliche gegründet hat. Und diese Gefahr ist immer noch da, und gegen die müssen wir antreten. Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Rundfunkurteilen festgestellt, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio ein Anrecht auf eine Bestands- und Entwicklungsgarantie haben, und dies aus gutem Grund. Herr Staatsminister, mir war es jetzt eben, bin ich schon zusammengezuckt. Jetzt kommt eine Passage, die ist fast wortgleich zu Ihren Worten. Das ist mir peinlich. Aber ich will auch betonen, ganz besonders in Zeiten von Fake News und regelmäßigen Desinformationskampagnen auf Plattformen digitaler Netzwerke ist es von größter Bedeutung, einen starken öffentlichen Rundfunk zu haben. Denn ohne das Gegengewicht von Anstalten wie ARD, ZDF und Deutschlandradio wäre eine demokratische Meinungsbildung kaum mehr möglich. Und für diese Aufgabe müssen die Sender technisch auf dem Stand der Entwicklungen veränderter Mediennutzungen sein. Sie haben den Auftrag, ein Programm anzubieten, das allen Bevölkerungs- und Altersgruppen Angebote macht und höchsten journalistischen Ansprüchen gerecht wird. Allen Bevölkerungsgruppen, Herr Rock. Von daher sind die Spartensender ausdrücklich damit auch notwendig. Und vor dem Hintergrund geht es jetzt heute um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags von derzeit 17,50 auf 18,36 Euro, also die schon mehrfach hier erwähnten 86 Cent. Ich will für meine Partei nicht nur hier in Hessen, sondern auch bundesweit sehr deutlich sagen, das ist für manche Menschen monatlich viel Geld. Von daher verwehre ich mich auch gegen die Beispiele, die da andere Konsumartikel so sagen, sondern wir müssen ganz deutlich sagen, und da komme ich gleich noch einmal kurz drauf, das ist für so manchen Haushalt viel Geld. Und ich will auch ganz deutlich sagen, dass meine Partei, meine Fraktion und ich durchaus Kritik an einzelnen Sendeformaten oder, ich betone es, an Gehaltsstrukturen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio haben. Aber wir sagen auch ganz klar, wir wollen diese gravierenden Folgen, die eine Ablehnung der Beitragserhöhung hätte, auf gar keinen Fall. Deswegen sage ich für meine Fraktion hier und auch für alle anderen Fraktionen in den anderen Länderparlamenten, wir stimmen dem ausdrücklich zu. Wir werden also in diesem Fall sogar beiden Änderungsstaatsverträgen, es sei denn, es kommt noch etwas ganz Fürchterliches bei den Anhörungen raus, zustimmen. Gleichzeitig, das will ich betonen, stehen wir dafür, dass die Programmvielfalt der Sender und die Programmqualität weiterentwickelt werden und nicht, dass Programme gekürzt werden. Wir stehen dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darin zu stärken, sein Programm eben unabhängig von den Interessen Dritter, sei es aus der Politik oder der Wirtschaft, zu gestalten. Damit wollen wir und stärken wir einen unabhängigen, innovativen, kritischen Journalismus und eine Stärkung journalistischer Arbeit, auch ausdrücklich auf der regionalen Ebene. Ich hatte es schon angesprochen. Wir stehen auch dafür, dass bereits bestehende mögliche Beitragsbefreiungen ausgeweitet werden müssen. Viele Menschen können aufgrund ihrer finanziellen Situation keine Rundfunkbeiträge zahlen.
Und da haben wir ein paar Lücken. Wir haben im Hauptausschuss schon mehrfach darüber diskutiert. Da erwarten wir in Zukunft auch Nachbesserungen. Es gilt darüber hinaus reduzierte Beiträge für Menschen mit Behinderungen und soziale Einrichtungen in viel weiterem Umfang zu Vollbefreiungen zu machen. Damit ARD, ZDF und Deutschlandradio trotzdem ohne Abstriche senden können, befürworten wir für diesen Ausschnitt eine Kompensation aus öffentlichen Mitteln. Meine Damen und Herren, noch ein Satz zum Ausblick. Der neue Medienstaatsvertrag gilt künftig nicht mehr nur für Radio- und Fernsehsender und bestimmte Online-Angebote, sondern zusätzlich auch für Internetsuchmaschinen, Streaming-Anbieter, Social Media, Videosharing- und Distributionsplattformen, Sprachassistenten und App-Stores. Aber vor uns liegen noch große Aufgaben. Der Medienrechtler Dieter Dörr betont, ich zitiere ihn, insbesondere liegt vor den Ländern noch die nicht leicht zu lösende Aufgabe, ein medienübergreifendes Vielfaltsicherungsrecht zu schaffen. Ich bin sicher, dass wir mit den jetzt vorliegenden Verträgen auf dem richtigen Weg sind. Es ist noch nicht das Ende des Wegs, aber es hilft uns hoffentlich sicherzustellen, dass wir nicht wehrlos Fake News ausgeliefert sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.